Moin Moin und willkommen zum Let's Play SimCity 2000. Ich habe jetzt in dem letzten Part ja einiges an Geld beiseite gelegt, habe jetzt 312.000, die werde ich jetzt sofort investieren und zwar in einen von diesen neuen Arco und diesmal in den teuersten, um euch mal zu zeigen, was es da so für Unterschiede gibt. Da gibt es nämlich tatsächlich auch einige, nicht nur im Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch was so die Kriminalität angeht. Ich platziere den jetzt mal hier. Direkt neben meiner Station. Ja, ist vielleicht ein bisschen blöd, hätte ich mal lieber da drüber platziert. Weil ich jetzt so meine Station natürlich relativ schlecht sehe. Egal. So, was ich euch zeigen wollte, ist zwar, dass dieser hier wesentlich weniger Kriminalität hervorruft. So, kann man das jetzt hier irgendwie so ein bisschen besser sehen? So, ja. Spiegelt jetzt zwar nicht gerade meine Aussage wider, aber ihr könnt mir glauben, das wird jetzt wahrscheinlich hauptsächlich daran liegen, dass hier direkt nebenan der andere steht. Dass dieser hier denn doch, oder steht das hier als Info, dass ihr mir das auch glaubt? Ah, okay, das ist auch eine interessante Information, dass das Gebäude unabhängig von der Stromversorgung ist. Steht nicht. Aber auf jeden Fall, meines Wissens, meiner Erfahrung nach, oder war das das hier? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier ziemlich viel Kriminalität hervorruft und die anderen beiden hier, diese Grünen, deswegen auch diese Öko-Geschichte, verhältnismäßig wenig Kriminalität hervorrufen. So, hier an der Stelle auch mal nochmal neue Destillation irgendwo gebaut. Muss ich auch nochmal bauen hier. Komm, Destillation. Dahinter nochmal ein paar Wasserpumpen. Und Wasserturm. Alles lange nicht mehr gebaut und auch hier kommt das auch noch. Zack. Bums. Jawohl. So, mal gucken, wie viele jetzt hier mittlerweile eigentlich drin wohnen. Oh, das Ding ist sogar voll. Da oben schon die 55.000 drin. Das ist noch nicht ganz voll. Conditions B-. Ah, okay. Wie ich das jetzt wiederum beeinflusse, weiß ich gar nicht. Und hier. Okay. Ja, warum der schon überfüllt ist und der gerade mal knapp über die Hälfte, weiß ich jetzt auch nicht genau. So, mal eben Neighborhood Watch. Jawohl. Oh Gott. 10 Packs, das ist ja ganz schön. Da muss ich wohl wieder ein paar Steuern hier herabsetzen, damit die Leute wieder zu mir kommen. So. So, ich war aber dabei, meine U-Bahn-Station weiter auszubauen. Das möchte ich auch ganz gerne machen. Übrigens gibt es hier, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, auch die verschiedensten Filter. Die werden jetzt dann natürlich im Verlaufe des Spiels jetzt immer wichtiger, weil natürlich auch die Übersicht immer so langsam ein bisschen mehr flöten gibt. Also ihr habt zum Beispiel hier die Möglichkeit, sämtliche Bereiche euch anzeigen zu lassen, um was es sich handelt. Also ne, Grün, Wohnraum, Gewerbe und Industrie. Und diese roten sind dann ja, solche, ich glaube, festen Bauteile, also solche Behörden und Polizei und sowas alles. Genau, also ne? So, das sind Häfen und Flughäfen. So, dann könnt ihr Schilder ein- und ausblenden. Ne? Kann man hier sehen. Straßen und Strommasten und sowas alles. Macht das Ganze auch gleich schon um einiges übersichtlicher, wenn man das ausblendet. Habe ich irgendwo auch Strommasten, damit man auch sieht, dass die Strommasten mit ausgeblendet werden. Habe ich doch hier irgendwo. Wo ist es? Da. So, das ist jetzt gleich alles weg. Und dann hier noch die Möglichkeit, einfach sämtliche Gebäude ausblenden zu lassen, die ihr nicht selber gebaut habt. So, alles, was ihr selber gebaut habt und Kirchen, warum auch immer die nochmal extra ausgeworfen werden, bleiben bestehen. Die Besucherzahlen hier in meinen Stadien mal eben nebenbei geguckt, steigen offenbar. Ja, leicht, aber sie steigen. 2 Minuten Reaktionszeit, na, das ist ja super. Mal kurz meine Schulen angucken, wie es um die steht. Das Gefängnis ist zu 65% voll. Also das auch schon mal im Hinterkopf behalten, dass das auch so langsam mal fällig ist, neues. Meine Krankenhäuser sind sehr gut ausgestattet. A+, sehr schön. Und meine Schule. Oh,
Ja, Schulen werden wieder fällig und ich schätze mal, auch meine Uni wird mal wahrscheinlich eine fällig so langsam. Ja, genau. Also Schulen bauen. Ich weiß auch schon, wo ich die baue. Natürlich auf meiner anderen Halbinsel hier. Ach so, ja. Der letzte Button nochmal kurz erklärt. Ihr könnt natürlich auch alles aktivieren, übrigens. Der letzte Button aktiviert, könnt ihr sofort in den Untergrund wechseln, in den Untergrundmodus, ne? Da seht ihr die ganze U-Bahn und die Wasserversorgung und auch Tunnel und sowas alles. Ja, wie gesagt, ist natürlich im Verlauf des Spiels dann immer wichtiger. So, hier werde ich dann jetzt mal meine Schule platzieren. Wo ich doch eigentlich da mal, weil ich habe hier schon eine platziert. Genau, da ist schon eine. Aber die ist natürlich voll. Ja, ist auch klar, neben diesen riesen Gebäuden hier, wo allein jetzt schon über 100.000 Menschen drin wohnen. Komm, Bücherei auch noch und noch eine Uni. College. Und, ach komm, was soll der Geiz? Museum pflanzen schon mal auch noch mit hin. Aber jetzt nicht so direkt daneben. Das sieht dann immer alles so ausgerichtet aus. So. Habe ich ein Museum? Ach, habe ich noch gar nicht. Das ist mein erstes Museum. Uiuiui. So, warten wir mal ab, wie sich das hier alles entwickelt. Aber nichtsdestotrotz darf ich natürlich auch nicht vergessen, die ganz normalen Gewerbeflächen hier nochmal wieder auszubauen. Ja. Das ist jetzt auch genau die Geschichte, die ich vorhin meinte. Also man spart sich jetzt einiges an Wohnflächen, die man jetzt nicht mehr ausbauen muss, weil ein so Ding ja, wie gesagt, eine Menge Wohnraum schafft. Also kann ich den dann frei werdenden Platz dafür nutzen, um zum Beispiel wie hier Gewerbeflächen auszuschreiben. So, und jetzt mit diesen 100.000 kommt es endlich mal hier, zumindest dieser Bereich des Berges, weg. 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 Oh, und was mir noch einfällt, was ich jetzt glaube ich auch gleich nochmal mache, bevor ich hier alles zubaue, ist ein Highway in diese Richtung ziehen. Das macht auch nochmal Sinn. Nachdem ich jetzt hier diese Angleichung hier, wenn ich mal kurz überschlage, 50.000, glaube ich, gekostet hat. Ja, ungefähr. So, ich zoome mal eben raus. Mein Highway läuft ja hier und dann hier. Vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, den Highway auch nochmal auf der unteren Insel hier langlaufen zu lassen und dann auch auf der gleichen Seite nochmal, dass auch dann auf der Seite hier eine Verbindung besteht. Ja, doch, mache ich. Dementsprechend hier erstmal wieder alles planieren. Bevor ich den Bereich hier unten ausbaue und bebaue, natürlich, ist es immer schöner, vorher den Highway zu bauen. Weil ihr habt in einem der vorigen Parts gesehen, was das bedeutet, wenn man das später macht. Unnötig Geldverschwendung. So, also, Highway baue ich immer sehr gerne. Highway. Bisschen weiter weg. So. So, und dann schon mal direkt Auf- und Abfahrten. Daran wird nicht gespart an Auf- und Abfahrten. Wobei auch da sollte erstmal der Berg weg. Lalala. Bergbau, Bergbau. Bede-bede-bem. So. On the road again. So. So. Ich schweige mal ein bisschen, dann könnt ihr mal dieses schöne Lied euch ein bisschen anhören. Baue ich einfach nur diese Auffahrrampen. Da muss man, glaube ich, nicht so viel reden. So.
Immer noch einen Blick wieder aufs Wasser werfen. Da gibt es keine Schwankungen, also scheint jeder mit dem Wasser zufrieden zu sein. Guck ich mal eben hier in meine Akro-Dinger rein. Der ist voll, der noch lange nicht und der nähert sich dem Vollsein. Wie geht's den neu gebauten Uni? Auch schon fast voll. Das Hospital ist noch so okay. Meine Schule ist auch schon voll. Dann muss ich noch eine Schule bauen. Das ist ja zum Kotzen. Das ist ein reines Schulviertel hier. Ach, schade, da hätte es gut hingepasst. Gut, baue ich die Schule mal hin. Da. So, dann baue ich den Highway jetzt auch noch in diese Richtung. Ich glaube, wenn ich das habe, dann reicht das mit dem Part auch erstmal. Weiß ich leider. Scheiße. Ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie lang der Part schon ist. So. Jo, noch schnell hier den Highway gebaut. Klappt das hier? Ist das eine ordentliche Verbindung? Ja, ne? Müsste. Nee, baue doch jetzt hier keinen. Das mache ich lieber so. Da brauche ich da jetzt nicht auf diesen paar Metern dann eine Brücke. Das ist ja Schwachsinn. So. Yes, Neighborhood Connection. So. Mal wieder rausgezoomt und einen Überblick verschafft, wie das Ganze denn so mittlerweile aussieht. Bevölkerungszahl. Ja, habe ich endlich jetzt mal Portville überholt. Hat da lange gedauert. Ashland da oben im Nordosten kommt so langsam auch aus dem Knick. Aber ich bin trotz alledem immer noch nicht die größte Stadt. Meine Einnahmen liegen jetzt mittlerweile auch über der magischen Grenze von $10.000 pro Jahr. Also alles in allem geht es doch steil voran. Hier fehlt noch Strom, deswegen wohnt da keiner. Gucken wir mal eben schnell, wie es mit Wasser ist. Auch noch. So. Jo, das war's dann erstmal wieder mit dem Part. Im nächsten Part werde ich dann mal sicherlich mich weiter auf die neuen Gebäude hier konzentrieren, weil die werden natürlich jetzt dann auch zukünftig immer wichtiger werden. Also ich brauche dann gar nicht mehr diese ganzen anderen Wohngebiete bauen, weil die werden ja irgendwann zukünftig ohnehin alle anderen Wohnflächen ersetzen.